herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich werde euch heute den Begriff Kraft erklären. Kraft kommt in der Mechanik vor und ich erlebe es doch häufiger, dass Schüler Probleme haben, diesen Begriff Kraft zu verstehen und daraus resultieren dann später auch viele Rechenprobleme. Ich versuche es mal ganz einfach. Also fangen wir an. Eine Kraft wirkt zum Beispiel dann auf einen Körper, wenn er seine Geschwindigkeit, seine Richtung oder seine Form verändert. Und das kennt ihr auch, dafür habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Vier Beispiele, die ihr kennt. Ein Auto bremst, du wirst nach vorne gedrückt. Das nennt man die Verzögerung. Ein Auto beschleunigt sehr schnell, du wirst in den Sitz gedrückt. Das nennt man Beschleunigung. Ein Auto fährt nach rechts, du wirst nach links gedrückt. Das nennt man Richtungsänderung. Und das letzte, du drückst oder zerdrückst eine Kugel Knete. Sie verformt sich. Das nennt man Verformung. Und jedes Mal wirkt eine Kraft. Natürlich wird in diesem Thema auch ein bisschen gerechnet, aber es wird auch viel gemessen. Und die physikalische Größe Kraft hat das Formelzeichen F, ein großes F. Und immer wenn wir von Kraft sprechen, dann müssen wir auch von einer Maßeinheit reden. Und die Maßeinheit von F, also von Kraft, ist Newton und das wird abgekürzt mit einem großen N. Kräfte werden mit Hilfe von Kraftmessern gemessen. Die seht ihr hier. In dem Gehäuse befindet sich eine Schraubenfeder, die kann man hier nicht sehen, die sich nur bei Krafteinwirkung verformt, nämlich in dem Fall nach unten ausdehnt. Jetzt muss man wissen, ein Newton, also ein groß N, entspricht der Gewichtskraft von 100 Gramm. 10 Newton entspricht der Gewichtskraft von einem Kilo. Und das sehen wir jetzt hier. Hier sehen wir, diese Schraubenfeder hat sich um 3 Newton ausgedehnt. Das heißt, das Gewicht, was jetzt hier am Haken hängt, hat 300 Gramm Gewichtskraft. Und hier seht ihr das Ganze nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 6 Newton. Also würde hier die Gewichtskraft von 600 Gramm dranhängen. Ist doch ganz einfach, oder? Zum Schluss noch ein Sicherheitshinweis. Achtung, natürlich darf man nur Kräfte messen, die sich im Messbereich des Kraftmessers befinden. Sonst kann die Feder beschädigt werden. Und leider kommt das immer mal wieder vor. Hinterher ist der Kraftmesser kaputt, weil irgendein Herkules meinte, ich gucke mal, wie weit ich die Feder ziehen kann. Und dann ist das Ding eben kaputt. Und das ist sehr schade, die sind nämlich teuer. Was muss man noch wissen? Eine Kraft hat aber nicht nur den Betrag N in Newton, sondern auch immer eine Richtung und einen Angriffspunkt. Deswegen stellt man Kräfte in der Physik als Pfeile dar. Und darum geht es ganz, ganz viel in diesem Thema. Hier nur noch ein kurzes Beispiel. Hier habt ihr einen Pfeil und der ist 1, 2, 3, 4 cm lang und hat damit dann die Kraft 4 Newton. Und in diesem Fall geht die Kraft nach rechts und der Angriffspunkt, der wäre hier, da wo der Pfeil anfängt. So, das war erstmal alles zu Kräfte. In den nächsten Videos erzähle ich noch mehr. Okay, das war's. So, zum Schluss noch 3 Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.